Jetzt bei RFH aktuell am Samstag. Das sind unsere Themen heute. Mittelaltermarkt und Historienspiele. 20. Kaiserfrühling in Quedlinburg. Kürassiere in Halberstadt. Reiterparade auf dem Domplatz. Badesaison startete am Osterteich. Neue Attraktionen begeistert die Kinder und Jugendlichen. Moderne Kunst in morbiden Mauern. Neue Ausstellung zu Luther und die Avantgarde in Wittenberg. RFH. Informativ, aktuell, näher dran. Mittelaltermarkt und Historienspiele. 20. Kaiserfrühling in Quedlinburg. Nach einer schwierigen Vorbereitungszeit lädt der Verein Quedlinburger Kaiserfrühling nun doch an diesem Pfingstwochenende bis zum 5. Juni nach Quedlinburg zum Heinrichsmarkt ein. Die Veranstaltung im Rahmen des 20. Kaiserfrühlings findet in diesem Jahr aber nur auf dem unteren Schlossberg statt. Der Eintritt ist für alle Besucher aber frei. Durch die Unterstützung der Stadt Quedlinburg, der Stadtwerke und der Hartsparkasse sowie verschiedener Hotels ist es dem Verein gelungen, dennoch ein abwechslungsreiches Programm vorzubereiten und anbieten zu können. Pfingsten wird dieses Jahr nur ein kleiner Markt stattfinden, der genannte Heinrichsmarkt. Wir werden aber alle 3 Tage das am unteren Schlossberg durchführen, ohne Eintrittsgelder. Es wird dann zur Musikgruppe Rabenzauber unterhalten. Es werden uns verschiedene Gaukler und Herolde auf der Leinwand sein, beziehungsweise auf der Bühne. Und wir werden als Verein auch mehrere Theaterstücke aufführen. Es gibt auch die Königstafel. Und als Höhepunkt haben wir den Samstagabend noch geplant, ein Konzert mit Rapalje aus den Niederlanden, die irisch Folk beziehungsweise Mittelaltermusik präsentieren wollen. So wird der 20. Kaiserfrühling an allen 3 Tagen täglich um 11 Uhr eröffnet durch König Heinrich und seinen Hofstaat. Händler und fahrendes Volk sorgen für Unterhaltung auf dem Platz. Jeweils um 13 Uhr wird das Historienspiel Das Vermächtnis von König Konrad und die Antrauung der Königswürde aufgeführt. Am Nachmittag werden Ritterkämpfe, Musik und Gaukelei und ein weiteres Historienspiel, Der Streit der Mönche, hat das Weib eine Seele geboten. Nur am Samstag um 18.30 Uhr erfolgt der Einzug von König Heinrich I. und seinem Gefolge zur Königstafel, die dann um 19 Uhr mit Speis und Trank und bei Unterhaltung durch Rabenzauber und einer Feuershow eröffnet wird. Ein Höhepunkt am Samstag ist das Live-Konzert mit Rapalje aus den Niederlanden. Und der Kaiserfrühling am Samstag ist bis ca. 23 Uhr geöffnet. An allen Tagen ist auf dem unteren Schlossberg in Quedlinburg Markttreiben mit verschiedenen Händlern und Handwerkern zu erleben. Außerdem gibt es Kinderanimationen durch das Burgvolk und Zaubermeister Udolfo fasziniert alle Besucher. Natürlich ist an allen 3 Tagen für Speis und Trank gesorgt. Der Verein Quedlinburger Kaiserfrühling hofft nun zu diesem Jubiläum, dem 20. Kaiserfrühling, auf viele Besucher in der Stadt und bei dem Fest am Schlossberg. Ein paar interessante Informationen und den Programmablauf finden Sie auf unserer Homepage www.rfh-tv.de. Die Spiele von Germania Halberstadt werden Ihnen präsentiert von den Halberstadtwerken. Nach dem Abstieg im letzten Jahr besteht für die VfB Germania Halberstadt vor dem letzten Spieltag der Oberliga Süd nur noch ein kleiner Hoffnungsschimmer auf die direkte Rückkehr in die Regionalliga. Das Team von Cheftrainer Andreas Petersen muss in Merseburg gewinnen und zeitgleich auf einen Ausrutscher von Tabellenführer Chemie Leipzig im Heimspiel gegen Schott Jena hoffen. Am Samstag geht's auswärts in Merseburg für die Germanen um alles. Anpfiff für die letzte Begegnung der Saison gegen den SV Merseburg 99 ist um 14 Uhr. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Die Wetteraussichten werden präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt. Der Sonntag wird seinem Namen nicht gerecht. Am letzten Tag der Woche dominieren dicke Wolken und Schauer. Dazu weht ein teils kräftiger Wind.
Der Sonntag startet verbreitet grau und nass bei Werten um 16 Grad. Im weiteren Tagesverlauf bleibt es gebietsweise bedeckt und trüb. Die Höchstwerte liegen am Mittag bei milden 21 Grad. Zum Nachmittag reißt die Wolkendecke stellenweise auf und es gibt bis zum Abend immer wieder sonnige Abschnitte. In der Nacht ist es teils bewölkt, teils klar bei Werten um 13 Grad. Zum Start in die neue Woche meldet sich der Sommer zurück. Sonne und Wolken wechseln sich am Montag ab bei Höchstwerten um 21 Grad. Fahrzeuge Bögelsack. Beste Preise und leidenschaftlicher Service. Wir haben immer mehr als 250 Fahrzeuge an unseren Standorten in Halberstadt für Sie vorrätig. Automobile sind unsere Leidenschaft und genau so ist unser Service. Egal welche Marke Sie fahren. Wir sind kompetent, qualitätsbewusst und in den Preisen fair. Fahrzeuge Bögelsack. Zweimal für Sie in Halberstadt. Die Welt zu Gast in Luthers Heimatstadt. So die Einladung zum Sachsen-Anhalt-Tag vom 16. bis 18. Juni in der Lutherstadt Eisleben. Zwischen Markt- und Wiesengelände entfaltet sich ein buntes Programm mit vielen Show- und Regionalbühnen aus ganz Sachsen-Anhalt. Das ganze Programm und Informationen zur Anreise finden Sie unter www.satt2017ineisleben.de. Frisches Design aus Frankreich für den Harz. Der Citroën C4 Cactus mit Airbump-Technologie. Ein Kompakt-SUV mit Persönlichkeit, voll moderner und nützlicher Technologie und Motoren der neuesten Generation. Lernen Sie das innovative Fahrzeug bei einer Probefahrt kennen. Das Team Konrad im neuen Citroën Autohaus in Quedlinburg, Bicklingsbach 4, präsentiert Ihnen auch gern die weiteren Modelle von Citroën und bietet Ihnen besten Rundumservice zu attraktiven Konditionen. Le cœur, le caractère. Citroën. 95 Schätze stehen für 95 Thesen, mit denen Luther die Welt veränderte. Sie stehen im Mittelpunkt der Ausstellung im Collegium Augusteum vom 13. Mai bis zum 5. November in der Lutherstadt Wittenberg. Die Schätze stammen nicht nur aus dem Lebensumfeld des Reformators, sondern auch von Personen, die von Luthers Arbeit inspiriert wurden. Luther, 95 Schätze, 95 Menschen, ist der Beitrag Sachsen-Anhalts zu den drei nationalen Sonderausstellungen zum 500. Jubiläum der Reformation. Weitere Informationen unter www.dreimalhammer.de. Die volle Wucht der Reformation. Yippie, yippie, yippie! Möbel Müller beschert Ihnen Entspannung pur mit den neuen Wohlfühlmatratzen aus dem Hause Tempur. Mit einer Tempur-Matratze finden Sie Ihre ideale Schlafposition. Sie bietet Ihnen perfekten Druckausgleich und gibt Ihnen so ein Gefühl von völliger Schwerelosigkeit und schenkt Ihnen den besten Schlaf, den Sie je hatten. Und damit Sie Ihre Tempur-Matratze noch besser genießen können, erhalten Sie beim Kauf einer Tempur-Matratze Ihrer Wahl ein Schlafkissen nach Wahl gratis dazu. Sparen Sie bis zu 193 Euro. Machen Sie es wie Felix Neureuther und entspannen Sie auf Ihrer neuen Tempur-Matratze. Erleben Sie bei Schubinski innovative Produkte für höchste Ansprüche und Technik und Lösungen mit Leidenschaft. EP Media Park Schubinski. Mein Service macht den Unterschied. Entdecken Sie die neue Vielfalt in der erweiterten Merchandise-Abteilung. Große Auswahl an Artikeln mit Motiven der bekannten und beliebten Serien wie The Walking Dead oder Game of Thrones sowie Plüschtiere der Nintendo GameStars. Lassen Sie sich zu diesen Angeboten gern bei uns beraten. Attraktiver Anblick, herrlicher Ausblick. Hotel Stubenberg. Ein großer Biergarten lädt Wanderer und Biker ein. Also die Landschaft ist das Schönste hier oben. Früher sind wir hierher gewandert und jetzt sind wir aber mit dem Auto hier. Für Kinder ist es einfach toll. Das Zweitschönste ist dann das wunderbar schmeckende Bier. Feiern Sie im stilvollen Ambiente und schlafen Sie in komfortablen Zimmern mit Balkon. Wir, das Team vom Hotel Stubenberg, freuen uns auf Ihren Besuch. Stadtwerke Blankenburg. Kompetenz vor Ort. Wir bieten Ihnen einen ausgezeichneten Kundenservice mit informativer und individueller Beratung.
machen uns mit erneuerbaren und alternativen Energien stark für den Klimaschutz und engagieren uns für die Menschen in der Region. Stadtwerke Blankenburg, Ihr Partner vor Ort. Alle Infos unter sb-blankenburg.de. AOK-Versicherte haben's besser, denn sie zahlen weniger. Jetzt zur günstigen Krankenversicherung aus Sachsen-Anhalt wechseln. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.besserhaben.de. AOK, die Gesundheitskasse. Badesaison startete am Osterteich. Neue Attraktionen begeistert die Kinder und Jugendlichen. Der Osterteich in Gernrode, seit Jahren bei Groß und Klein im Sommer für das Badevergnügen sehr beliebt. Hier dampft sogar die Selketalbahn vorbei und dank Haltepunkt Osterteich könnte man auch von Quedlinburg hierher mit der Bahn fahren. Das Waldbad Osterteich umfasst ca. 1,5 Hektar Wasserfläche, einen tollen Sandstrand und eine große Liegewiese. Pünktlich zum Kindertag startete hier am 1. Juni offiziell die Badesaison und die Stadtwerke Quedlinburg als Betreiber hatten eine Überraschung parat und auch sonst noch so einiges vorbereitet. Denn die neue Schwimm- und Sprungplattform wurde jetzt offiziell freigegeben. Dafür setzten Stadtwerke-Geschäftsführer Michael Wölfer und Ortsbürgermeister Manfred Kassebaum extra mit dem Ruderboot zur Plattform über. Ein Fototermin im Anzug auf dem See, das ist schon etwas Besonderes. Bei etwa 23 Grad Lufttemperatur fanden sich nach und nach auch einige Kinder und Familien am Waldbad ein. Sie alle bekamen hier die Gelegenheit, am Glücksrad der Stadtwerke mit dem richtigen Dreh ein paar tolle Preise zu gewinnen. Frisbee, Federball, Wasser- und Tauchbälle. Die Initiatoren hatten natürlich Passendes für den Badespaß im Angebot. Die Sonne zeigte sich dann auch noch stärker und so ließen es sich die Jungs aus Rieder und Gernrode dann doch nicht nehmen, als Erste die Plattform auszuprobieren. Und wie sich zeigte, haben die Stadtwerke mit dieser Investition die richtige Idee für die Badegäste am Osterteich umgesetzt. Eine Badegelegenheit für Quedlinburg ist natürlich was ganz Besonderes und auch wertvoll. Jetzt haben sie nochmal investiert. Warum haben die Stadtwerke hier auch ein bisschen Geld in die Hand genommen und eine neue Attraktion geschaffen? Die Stadt Gernrode und die Gemeinde Bad Soderode sind ja jetzt Bestandteil der Stadt Quedlinburg. Und wir als Stadtwerke wollen natürlich auch ein Zeichen setzen, dass diese neuen Ortsteile auch zur Stadt gehören. Und dass sie nicht ein fünftes Rad am Wagen sind, sondern dass sie in die Planung der Stadt voll mit integriert werden. Und deshalb haben wir, weil wir auch der Betriebsführer der Bäder Quedlinburg GmbH sind, hier jetzt seit Jahren die Betriebsführung im Sommer am Osterteich übernommen. Ist das eigentlich eine besondere Herausforderung, so einen Naturteich zu unterhalten, zu betreuen? Der Teich an solches ist überhaupt keine Herausforderung. Er hat eine sehr gute Wasserqualität, schon über Jahre konstant. Das Gelände, das sehen Sie ja hier, ist eigentlich wunderschön. Problematisch ist es im Frühjahr, weil über Winter dann die Wildschweine hier wühlen. Dann sieht die Wiese aus wie ein frisch gepflügter Acker und dann beginnen wir erstmal dann alles wieder herzurichten, sodass es zur Badesaison wieder passt. Jetzt haben Sie eine neue Attraktion geschaffen. Wer ist denn auf die Idee gekommen? Wo gab es die Anregung her? Die Anregung kam von vielen Seiten eigentlich. Einmal von den Gernrödern selbst, die sagen, ja, irgendwie so ein Teich, da möchte doch auch irgendwas sein. Nicht nur ein Spielplatz schlechthin, sondern irgendwas, was könnte man da machen? Und da haben wir uns Gedanken gemacht über längere Zeit, was wäre ideal und sind dann durch Zufall auf dieses Inselsystem gestoßen. Das ist ein Baukastensystem, man kann diese Insel noch weiter ausbauen, man kann auch Spielgeräte noch damit kombinieren, aber einen Schritt nach dem anderen. Die wetterbeständige Insel wird in diesem Sommer also den Kindern und Jugendlichen sicher viel Spaß bereiten und den ohnehin beliebten Osterteich noch attraktiver für Badegäste machen. Wir sind hier schon seit fast 10 Jahren. Für die Enkelkinder ist es ja eine feine Sache hier. Man kann sich schön ausdrücken hier, erholen, schön ruhig. Ich finde es richtig toll hier. Auch dank Beachvolleyballplatz und großer Liegewiese ein Ort, der zum ausgiebigen Verweilen einlädt. Dafür spricht auch die ausgezeichnete Wasserqualität des Natursees.
Auch die Eintrittspreise sind sehr günstig. Erwachsene zahlen 2 Euro, Kinder bis 5 Jahre haben Eintritt frei und Kinder ab 6 zahlen 1 Euro. Die Saisonkarte für Erwachsene kostet 30 Euro, für Kinder 20. Wir haben die Preise erhöht in diesem Jahr. Aber das Preisniveau ist relativ niedrig, weil ich denke mal, es ist wichtig, dass man den Menschen die Möglichkeit gibt, hier diese Attraktion zu nutzen, ohne Probleme. Und wir als Unternehmen sehen das auch so ein bisschen als Kundenbetreuung mit. Das ist ein Mehrwert, den wir als Stadtwerken dann unseren Kunden auch insgesamt bieten wollen. Die Avantgarde, eigentlich bekannt als eine Gruppe von Vorkämpfern einer geistigen Bewegung, nun auch Bestandteil der Weltausstellung Reformation in der Lutherstadt Wittenberg. Luther und die Avantgarde, eine Ausstellung im Herzen der Lutherstadt, die ihresgleichen sucht. Und das mitten in einem Gefängnis, das 50 Jahre lang leer stand und nun neu gestaltet wurde. 66 Zellen für 66 Künstler, darunter der Lichtkünstler Mischa Kubal. Luther und die Avantgarde ist natürlich eine Herausforderung zu fragen, was 500 Jahre nach der Reformation sozusagen in der Ist-Zeit in unserer Gesellschaft verhandelt wird. Ich finde es hochaktuell, weil Luther ja jemand war, der ein Interpretator war, der sozusagen den Prozess eines Glaubensprozesses begleitet hat, indem er einen Bibeltext eben der Allgemeinheit zugänglich gemacht hat. Und das ist eine große demokratische Idee gewesen. Äußerlich wirken die Mauern des alten Gefängnisses der Lutherstadt karg. Innen aber blüht die Kunst mit ganz unterschiedlichen Hinterfragungen und Antworten auf Gott und die Welt und damit nicht zuletzt auf Luther. Der historische Ort wird so zu einem Zentrum der lebendigen Auseinandersetzung und geistigen Freiheit. Ja, für mich war der Ort erstmal sehr spannend. Es war ja lange auch gar nicht klar, was hier eigentlich war. Da wurde ja dann eine Historikerin aus Wittenberg beauftragt, das herauszufinden, weil wir uns natürlich auch Sorgen gemacht haben, dass man an einem Ort irgendwie Kunst zeigt, der wirklich ein Gefängnis hat ja eh nie eine gute Vergangenheit, aber dass da vielleicht irgendwie noch mehr dahinter steckt. Das hat sich dann zum Glück aufgelöst. Und ich, für mich ist das total spannend zu sehen, was auch die ganzen anderen Künstler hier in dem Gebäude machen werden. In den einzelnen Zellen finden sich Widersprüche, Spannung und Faszination an Luther wieder. Und während Jonathan Mese Luther kurzerhand zum Künstler ernennt und die Furcht des Reformators vor dem Teufel inszeniert, greift Gia im Treppenhaus die identitätsstiftende Kraft der Sprache auf. Die Überlegung, ob es eine religiös motivierte Ausstellung wird, ob es eine Ausstellung ist, in der man sich eben explizit mit Religion, Reformation beschäftigen muss. Aber das konnten wir sehr schnell natürlich klären. Es geht uns ja nicht mit dieser Ausstellung wirklich um die Darstellung von Religion zum Beispiel. Es geht auch nicht um die Darstellung von Luther. Es ist auch keine historische Ausstellung, sondern wir haben Luther ja immer verstanden als eine Art Modell für bestimmte Haltungen. Für etwas Neues, für einen Aufbruch, für eben Reformation von Sprache zum Beispiel, von gesellschaftlichem Leben, für einen anderen Freiheitsbegriff. Und das konnte man dann im Gespräch mit den Künstlern ganz schnell klären und sagen, es geht darum, nehmt Luther nur als Modell für eine bestimmte Haltung, für ein Statement und überlegt euch, was bedeutet Reformation, was bedeutet Erneuerung für euch heute in der Gesellschaft. Nun ist die Ausstellung Luther und die Avantgarde eröffnet, das Herzstück der Weltausstellung Reformation im Zentrum der Lutherstadt. Kargen Mauern und leeren Zellen ist nun neues Leben eingehaucht worden. Das ist jetzt hier wieder was ganz anderes. Ein ehemaliges Gefängnis mit diesem morbiden Charme und dann hier moderne Kunst, also wirklich auf Weltniveau mit 67 oder 68 Künstlern, die sich hier präsentieren. Das ist also wirklich so ein Kontrapunkt. Aber ich glaube, es wird genauso ein Magnet sein. Antworten auf seine Fragen in Bezug auf Luther wird wohl jeder in der Ausstellung finden.
Antworten, die vielleicht auch über den eigenen Verstand hinausgehen. Doch wie diese aussehen und was sie bewirken, ist jedem selbst überlassen. Bis zum 17. September 2017 können Besucher die Ausstellung im alten Gefängnis besuchen und sich von Luther und der Avantgarde inspirieren lassen. Moderne Landwirtschaft kennenlernen und entdecken. Der Hofladen Landgut Klamroth in Westerhausen öffnet am 3. Juni wieder die Türen und Kuhstalltore. Von 10 bis 19 Uhr können Sie unter anderem bei Führungen durch den modernsten Kuhstall der Region neueste Melkrobotertechnik in Aktion erleben. Arbeitserleichterung für den Landwirt, weniger Stress für die Tiere. Neben jeder Menge Technik zum Anfassen und Führung durch den Kuhstall gibt es viele Angebote für Groß und Klein. Und im Hofladen gibt es die regionalen Bäckereien aus der hauseigenen Fleisch-, Wurst-, Käse-, Frischmilch- und Joghurtproduktion. Schauen, schnuppern, genießen. Gehen Sie auf Entdeckungsreise und schauen Sie rein beim Tag des offenen Hoftores auf dem Landgut Klamroth in Westerhausen am 3. Juni. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Suchen Sie eine neue Wohnung? Wir machen Ihnen die Suche leicht mit unserem vielfältigen Wohnungsangebot in Halberstadt. Damit Sie gut, preiswert und zukunftssicher wohnen. Zeitgemäß, modern, perfekt für Ihre Familie. WGH – Freunde fürs Leben. Wir begleiten Sie stressfrei in die eigenen vier Wände. Unser Serviceteam berät Sie individuell. Informieren Sie sich jetzt im Mitgliederservicezentrum oder im Wohnungsmarkt im Internet unter wgh.de. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige. Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Alle Angebote im Überblick finden Sie auch im RAV Teletext ab Seite 301. Seht, da ist der Mensch. Die neue Ausstellung zum Reformationsjubiläum 2017. Entdecken Sie bis zum 5. November Kunstwerke zum Thema Mensch, Religion und Selbsterfahrung im Kunstmuseum Kloster unserer lieben Frauen in Magdeburg. Nähere Informationen unter www.mensch.kunstmuseum-magdeburg.de. Gehen Sie auf Zeitreise in Thale. Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte. Möbel, Technik, Bücher und Einrichtungsgegenstände, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind. Das einzigartige DDR-Museum bei Möbel Müller in Thale ist montags bis samstags für Sie geöffnet. Ein toller Tipp für die ganze Familie. Kürassiere in Halberstadt, Reiterparade auf dem Domplatz. Trotz sommerlicher Hitze kommen zahlreiche Schaulustige, um sich das bereits vierte Reiterspektakel auf dem Domplatz anzuschauen. Organisiert wurde es wieder von der Interessengemeinschaft der Seydlitz-Kürassiere, dem Halberstädter Geschichtsverein und dem Städtischen Museum. Also der Anlass ist, dass das 1815 gegründete Kürassierregiment 1817 seinen Standort in Halberstadt bekommen hat und hier 100 Jahre zum Stadtbild gehörte. Wer nimmt heute dran teil? Wie immer die Kürassiere aus Westerhausen und eine Abordnung der Elbhusaren. Was werden wir heute zu sehen bekommen? Ja, das Übliche, Sie hören es hier hinten schon, Musik, geblasen und vom Haßleber Musikverein natürlich und eine Parade so nachempfunden dem alten preußischen Reglement. Und warum macht sich jetzt das Museum stark dafür? Der Geschichtsverein. Ja, beide natürlich. Das ist ja ein Stück Halberstädter Geschichte und wir engagieren uns da gern, weil es ja auch durchaus eine eindrucksvolle Veranstaltung ist, die auch in den letzten Jahren, es ist heute das vierte Mal, dass wir uns hier treffen, immer sehr gut besucht war. Diesmal erwarten Sie eine kleine Spende, warum?
Die Bürokratie hat zugeschlagen und wir müssen die Veranstaltung teuer versichern und wir hoffen, dass wir ein paar Euro wieder zurückbekommen. Die Geschichte Halberstadts ist eng mit der Geschichte des Militärwesens verbunden und prägte das Stadtbild. Auf dem historischen Domplatz wurden regelmäßig Paraden von den hier stationierten Soldaten abgehalten. Die Infanteriekaserne befand sich in der Harmoniestraße und wurde vor 7 Jahren größtenteils abgerissen. Hier war das Regiment 27 stationiert. Halberstadt ist ja über mehr als 300 Jahre Garnisonsort gewesen und da gehört eben auch das Regiment 27 dazu, was zur gleichen Zeit wie die Kürassiere des Regiments 7 hier in Halberstadt stationiert war. Und der Verein History for You, der erinnert also an diese Zeit. Und ich bin also heute in die Uniform eines Gefreiten des Regiments 27 geschlüpft, um also die Sache auch von der Seite zu unterstützen, dass wir also auch zeigen, dass die Infanterie hier in Halberstadt stationiert war. Die einstige Kürassierkaserne in der damaligen Seidlitzstraße dient heute dem Landkreis als Verwaltungssitz. Das Regiment wurde 1815 auf königliche Anweisung eingerichtet. Es war ein Verband der schweren Kavallerie. Das heißt, die Soldaten waren mit Lanze, Pallasch und teilweise Körperpanzerung ausgerüstet. Mit ihren rund 700 Reitern eine damals beeindruckende Formation. Im Kampf gegen Napoleon kamen sie nicht mehr zum Einsatz. Eskadronen des Regiments bezogen 1817 ihren Standort in Quedlinburg und Halberstadt. Olaf Ahrens als ranghöchster Offizier der Reenactment-Gruppe nimmt heute die Meldung entgegen. Ich interessiere mich eigentlich schon von Kindheit an für Geschichte. Mein Urgroßvater hat auch in diesem Regiment gedient vor gut 100 Jahren. Und dadurch hat sich das dann so entwickelt. Bekannt wurden die Halberstädter Kürassiere vor allem im Deutsch-Französischen Krieg 1870 durch die Schlacht bei Mars-la-Tour. Den Sieg über den dreifach überlegenen Gegner haben sie damals teuer bezahlt. Von den 310 Reitern der Halberstädter Kürassiere blieben nur 104 übrig. Alle anderen waren auf dem Schlachtfeld gefallen. Auch ihr Trompeter wurde bei diesem Kampf verwundet. Deshalb darf er bei den historischen Szenen nicht fehlen. Jede Aktion wird durch entsprechende Signale angekündigt. Das Trompetespielen habe ich mir selbst beigebracht. Ich habe weder eine Musikschule besucht, aber durch ständiges Üben und auch mal Musikfreunde anzusprechen, wie ist dies und wie geht jenes. Ja, Übung macht den Meister, sag ich mal. Traditionsgruppen ist es zu verdanken, dass auch an diesen Teil der deutschen Geschichte erinnert wird. So können Hunderte von Zuschauern eine beeindruckende Reiterparade auf dem Domplatz erleben. Die Hauptakteure der Veranstaltung sind die Mitglieder des Kranz-Rennvereins Westerhausen und die Elbhusaren als leichte Kavallerie. Charakteristisch für sie sind die mit Verschnürungen auf der Brust versehenen Uniformjacken. Als Gast kann auch ein französischer Husar mit einer besonders aufwendig gestalteten Uniform begrüßt werden. Sie alle sind in historische Kostüme geschlüpft, um an die Vergangenheit zu erinnern. Der Haslebener Spielmannszug unterstützt mit musikalischen Einlagen die Zeremonie. Während der Veranstaltung werden auch Nachwuchsreiter für ihr entsprechendes Engagement ausgezeichnet. Für die Zuschauer ist die Veranstaltung ein abwechslungsreiches Schauspiel auf dem historischen Domplatz, der schon früher ein Ort der Halberstädter Militärgeschichte war. Thank you.
KFA präsentiert Kabarett Genial im Juni mit Thomas Nicolai. Urs, das ist der Titel dieser Show. Urs, aber das ist er sowieso. Hey, hopp, ich stehe in der Küche hier, hab Kaffee so wie ein Tier. Was soll das? Hey, was soll das? Mein Herbert, sag mal, gar kein Kaffee mehr da. Alles leer verbraucht. Noch nicht mal ein Tee. Hab Leitungswasser in meinem Bauch. Mit Barbara hatte ich schönen Ärger, als sie sprach, sie habe schöne Berge. Und dann sagte ich zu Sonja, Maus, sind deine Haare nur da oben kraus? Zu er sagt, er wäre Veganer Stufe 5. Er darf nichts essen, was einen Schatten wirft. Tickets für die Veranstaltungen von Kabarett Genial erhalten Sie an der Abendkasse. Das Küchenstudio Spiegelstraße in Halberstadt. Ihr 1A-Fachhändler vor Ort bietet alles, was das Herz begehrt. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Montage wird Ihr Küchentraum zur Wirklichkeit. Die Veranstaltungstipps werden präsentiert vom Küchenstudio Spiegelstraße. Der Vorverkauf hat begonnen. Sichern Sie sich ab sofort Ihre Tickets für die Events der 22. Wernigeröder Schlossfestspiele. Entdecken Sie auf www.pkow.de das komplette Programm des diesjährigen Festspielsommers auf Schloss Wernigerode und sichern Sie sich jetzt die besten Plätze für die First Night am 29. Juli, die Premiere von Charles Gounods Oper Faust und viele weitere Konzerte. Das gesamte Programm der 22. Wernigeröder Schlossfestspiele mit allen Ticketinformationen finden Sie online unter www.pkow.de. Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr hat sich die Künstlervereinigung Arbeitskreis 7 Kunst entschlossen, das Ein-Frau-Musical Heut Abend Lola Blau nochmals im charmanten Ambiente des alten Wortspeichers in Quedlinburg aufzuführen. In der für den Arbeitskreis 7 Kunst geschaffenen Inszenierung von Waltraud Prinz spielt Conny Herrmann die Rolle der Lola Blau, am Klavier begleitet von Martin Ort, die Ausstattung besorgte Barbara Sauer-Funke. Vorstellungen gibt es am Pfingstwochenende und zwar am Samstag und am Sonntag jeweils um 20 Uhr. Telefonische Kartenbestellungen sind unter der Telefonnummer 0176 525 111 empfohlen. Pfingstfahrtag auf der historischen Feldbahn in Schlanstedt. Am Pfingstsonntag laden die Feldeisenbahner in Schlanstedt wieder zum öffentlichen Fahrtag auf ihrer Strubebahn ein. Gezogen von einer 70 Jahre alten Diesellok der Firma Deutz rumpelt die Feldbahn am Ortsrand von Schlanstedt entlang. Von 10 bis 17 Uhr kann in den historischen Rübenbahnzügen wieder kostenlos mitgefahren werden. Zur eher sportlichen Betätigung laden Hugo die Handhebeldresine und das Schienenfahrrad ein. Pfingstmontag ist Mühlentag in der Wassermühle Klein-Quenstedt. Dort können Sie Mühlentechnik erleben und Kinderführungen. Auch in diesem Jahr öffnet die Wassermühle dort pünktlich um 10 Uhr ihre Pforten für die Besucher. Zu jeder halben und vollen Stunde führt der Verein die Gäste treppauf, treppab durch die Mühle aus dem Jahre 1798. Die beliebten Kinderführungen gibt es speziell um 11 Uhr und 15.30 Uhr, denn dort sind Erwachsene verboten. Zum ersten Mal im Programm gibt es für junge Mühlengäste eine spielerische Buchlesung. Die Autorin Jeanette Schmöller stellt ihr Kinderbuch Julius, der kleine Schmetterling, jeweils um 12 und 14 Uhr dem Publikum vor. Vernissage in der Wernigeröder Rektoratsvilla. Französische Fotografin präsentiert Unterwasserbilder und Gedichte. Am 7. Juni wird um 19 Uhr zu der Vernissage in die Wernigeröder Rektoratsvilla eingeladen. Fabienne Cuisinier präsentiert Unterwasserfotografien und Gedichte. Und an diesem Abend wird gleichzeitig der Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes für besondere Leistungen ausländischer Studenten verliehen. Die Ausstellung First Step into Poetry, Deep Dive into the Mystery of Life ist bis Ende Juli 2017 auf dem Campus in Wernigerode zu sehen. Am 6. August wird auf dem Halberstädter Holzmarkt wieder gebranscht. Damit wird die Halberstädter Tradition fortgesetzt. Bunt gedeckte Frühstückstische bei Sonnenschein und bester Stimmung sollen den Holzmarkt am ersten Sonntag im August von 10 bis 14 Uhr beleben. Auch in diesem Jahr ruft darum die Stadt auf, die Picknickkörbchen bunt zu packen und rechtzeitig einen Tisch